dass ich rechte Narrative verbreite wie Nationalismus. Bitte erklär mir, wo ich Nationalismus verbreitet habe. Eins nach dem anderen. Jetzt erklär mir doch mal. Lieber Erwin. Error. Also da muss ich jetzt überlegen, sich irgendwas auszudenken. Also. Ja, Ernsthaft? wo? Ja, ernsthaft. Bitte, sag es mir. Ernsthaft? Ganz Okay. ernsthaft. Sag es mir. Erwin, was heißt das denn? Ja, Lara stellt diese Fragen hier, weil ihm nichts einfällt. Deswegen. Ja. Jede Regierung. Also, da schreibt gerade einer Darachenlord im Chat, sowas geht gar nicht. Also, ich möchte nicht, dass der gute Rainer Winkler hier in die Nähe von Dara gerückt wird. Sowas macht man nicht. Sollte sich um ihr Also in Land. diesem Chat hat Mobbing Das keine hat er ja Chance. bei. Hast du das Gespräch zwischen Dara und Kuchen gesehen? Nee, ich hatte es vorgeschlagen, ne? Aber es wollte damals nicht gucken. Oh, nee, Das das war war so auch. redundant. Kuchen-TV Ja, ist aber ja, das. ich habe nichts gegen Kuchen-TV, aber dieser Stil, dieser Meinungsbürger-Stil, ich gucke die ganze Zeit auf das, was ich gemacht habe und dann diskutieren wir da ganz, also dieses Selbstreferenzielle, das stört mich so ein bisschen. Ich möchte über politische Inhalte reden, über politische Strategien und das Gespräch Ja. hier, das bietet das, deswegen reagiere ich hier viel lieber drauf, auch wenn das schon mal länger her ist. Nee, da hast du recht, aber auf jeden Fall da auch, ne? KuchenTV fragt, ja, Dara, zeig doch mal wo. Und er windet sich die ganze Zeit daran. Er kann keinen konkreten Punkt nennen, wo, keine Ahnung, KuchenTV konservativ ist, ne? Er versucht immer um den heißen Brei herumzureden. So, er, und das sieht man auch hier wieder, ne? Er behauptet, stellt eine Behauptung auf, dann fragt jemand konkret oder in dem Falle Erwin, ja, wo habe ich das dann gesagt? Und dann versucht er sich irgendwie so rauszuwinden. Das ist krass, ne? Wie der sich immer so Aussagen tätigt und dann nie belegen kann. Kümmern. Was heißt, dass jede Regierung sich um ihr Land kümmern? Übrigens, Proletopia hat ja Shorts auf seinem Kanal. Also diejenigen, die bei Proletopia die Shorts erstellen, ich weiß nicht, ob er selber das macht, aus diesem Gespräch hier kann man bestimmt 50 Shorts machen, wo richtig dumme Aussagen von Ja. Dara drin sind. Also, das ist eine Goldgrube. Also, ist so ein kleiner Tipp an die Leute, die da Shorts auf dem Proletopia-Kanal machen. Sollte. Ja. Das ist der Schwur, den du leistest, wenn du ein Amt antrittst als ein Politiker. Ja. Aber Richtig. ist das das Ideal von uns Linken? Ist das das Ideal von uns Linken, dass sich Politiker an die Verfassung halten? Also, von einem Kommunisten wahrscheinlich nicht. Von so sozialdemokratischen Linken, wo ich mich einordnen würde. Und wo Dara sich, glaube ich, auch nicht weit von entfernt einordnen würde. Also Dara hat ja nie gesagt, dass er gegen das Grundgesetz ist, sondern das hält er ja immer hoch. Für solche Linken sollte das eigentlich Leitschnur sein. Oder zumindest sollte man nicht offen Politik dagegen machen. Das können wir uns aussuchen, aber ich denke, dass Sollte das nicht ist. jede Regierung sich um die ganze Welt kümmern und alle Regierungen am besten gemeinsam? Nein. Nein. Okay, diese Überheblichkeit, du hast recht. Also Dara betreibt hier den wirklich unsinnigsten Schwachsinn. Also eine Regierung kann entweder für drei relevante Akteure Politik machen. Entweder Politik für die Mehrheit im eigenen Land, für eine Minderheit im eigenen Land oder Politik für eine ausländische Macht. Und ja, wir Linke sollten uns eben dafür einsetzen, dass Politik für die Mehrheit gemacht wird. Meiner Meinung nach. Aber Politik für die ganze Welt, das ist so eine irre Vorstellung. Eine Vorstellung, die nichts mit der Realität zu tun hat. Also, dass ein national definiertes Kollektiv, dass das plötzlich sich um national definierte Kollektive aus anderen Ländern kümmert, das ist jenseits jeder Realität. Also, so sind Staaten gar nicht aufgebaut. Und das kannst du auch 90% der Bevölkerung wahrscheinlich nicht vermitteln. Also, nicht mal, dass das theoretisch völliger Schwachsinn ist, so ist es auch aus demokratischer Sicht, glaube ich, nicht das. Also, es ist in jedweder Hinsicht Quatsch, was Dara hier vorschlägt. Ja. So, okay, ja, Also dann grundsätzlich hätten ja. wir das Nein, nein, erklärt. Moment, Moment. Grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Aber realpolitisch jetzt im Moment nein. Also ideal, wenn wir uns eine ideale Welt vorstellen, ja, klar, natürlich. Ja, Ja, dann aber. wäre das doch cool, wenn wir als Linke, die so eine. Ja, in einer idealen Welt sollten wir uns alle ganz lieb haben, das Militär abschaffen und keine Gewalt mehr anwenden. Schön, dass wir uns das ideal vorstellen können. Realität ist das nun mal nicht. Man muss sich die Realität anschauen, sonst kommt man nicht zu vernünftigen Vorschlägen, sonst kommt man zu so einer Traumtänzerei hier. Also das ist ja wirklich komplett irre. Ideale Welt anstreben, dass Ja. wir das auch promoten, oder? Jo, aber als Linker wirst du nie an die Macht kommen, wenn du dich nicht um die Menschen kümmerst, die dich wählen.
Also muss man rechte Narrative verbreiten, damit man gewählt wird. Nein, nein. Also habt ihr gerade gehört, Amtszeit ist ein rechtes Narrativ. Da muss man sich um die Menschen kümmern, die dich wählen. Wenn das für dich rechts ist, dann ja, weiß ich nicht, was wir reden eigentlich. Naja, wenn ich dann schon promote, die Regierung sollte sich um das eigene Volk kümmern. Dass sie gewählt hat, ja. Also das ist ja etwas, ich kann dir den Spruch auch einfach weglassen. Ich habe nicht Volk gesagt, sondern Bevölkerung, aber ja. Ja. Und? Ja. Ja. Bin dafür, ja, dass jeder Politiker. Ja, man versucht damit ja so ein bisschen zu, naja, so, ich sag mal, so ein gewisses Klientel irgendwie auf seine Seite zu holen. Ne? Nein, das ist eine Tatsache, Dara. Das ist eine politische Tatsache. Dass da draußen. Übrigens, folgende Frage, weil du ja sagst, ich stehe ja dahinter. Wann habe ich darüber geredet, dass sich die Politik um ihre Bevölkerung kümmern soll? In welchem Zusammenhang habe ich darüber geredet? Pass auf. Ich werfe dir nicht vor, dahinter zu stehen. Ich glaube, dass du im besten Fall checkst du nicht, was du da tust und wunderst dich dann in 6 Monaten. Im besten Fall bist du dumm und ja, wahrscheinlich, weil den wir jetzt zwar annehmen, bist du bösartig und rechtsradikal, wir müssen dich bekämpfen. Also. Ja. So, schön, dass das der beste Fall ist, dass der andere einfach dumm ist. Und dass plötzlich wirklich nur noch Neonazis in deinem Chat sind. Also ich bin dumm einfach. Und du dich dann fragen musst, okay, wie ist das? Ja, wer Frieden fordert, der ist schon ganz hart am Rechtsradikalismus dran. Wir haben es ja eben schon festgestellt. Also das ist ja Erwins großes Verbrechen. Er hat es gewagt, Frieden in der Ukraine zu fordern, der im Frühjahr 2022 möglich war und der mittlerweile vom ukrainischen Chefunterhändler bestätigt wurde, durch Intervention des Westens verhindert wurde, weil der Westen Druck auf die Ukraine gemacht hat. Also, ja. Aber das ist ja ganz großes Geschwurbel, wenn man den ukrainischen Chefunterhändler zitiert. Das war ja auch der Grund, warum sie ihn dann so richtig gehasst haben, ne, Kürtscher und Co., wo er sich auf die Seite für Frieden gestellt hat. Da war es ja komplett vorbei bei Erwin, ne? Bisschen bei den Leuten, die ihn angefeindet haben, den komplett durchgedreht da, wo das... Ja, also ja. Vor allem Leute, die niemals selber an die Fronten müssen, dass die sich so dafür einsetzen, dass der Krieg in einem anderen Land weitergeht. Also, ja, wie gesagt, ich bewerte ja Leute in meinen Streams eher selten moralisch, beziehungsweise ich mache das auch so am Rande, aber versuche das nicht zu einem Argument zu machen, aber hier, ja, bei mir ist schon so ein leichtes Ekelgefühl hoch, aber lassen wir das. Das jetzt passiert. Ich bin dumm. Weil, also. Ne, okay. Das sind die Geister, die man halt rief. Also kurz gesagt, ich wünsche mir etwas, von was ich keine Ahnung habe, was es ist. Nein, du wünschst dir etwas, wovon du nicht die oder du sagst Sachen, von denen du nicht ganz die Konsequenzen absehen kannst. Ja, genau. Ich wünsche etwas so, be careful what you wish for. Nein. Be careful what you say. Okay, gut. Weil je nachdem, was für ein Marketing ich mache für meine Politik, ziehe ich bestimmte Leute an und vergraule andere. Pass auf. Wahrscheinlich, ja. Ja. Schau und mal das her. Ist ja genau das, was bei dir passiert ist. Und schau deswegen sieht deine Community nun mal jetzt so aus, wie sie aussieht. So funktioniert das, ja. Aber schau, red nicht über meine Community, ich rede auch nicht über deine Community. Ja, und jetzt frage ich dich, wann sind sonst die denn sind dann wir alle dort. Plötzlich chill. Antikapitalistisch okay? Und links? Chill. Ich gehe nicht auf die Community los. Bleib bitte inhaltlich bei den Themen, die wir besprechen. Ich kann dir das gerne beantworten, okay? Ja, Erwin, wenn wir über die Strategie sprechen, soll ich was sagen? Dann ist deine Community eigentlich ein ziemlich guter Indikator, ob sie funktioniert oder nicht. Nein, ist sie nicht. Warte kurz. Du musst einfach kurz chillen, okay? Hör mir zu. Erwin, das wird nicht funktionieren, dass du hier einen auf, der ist so aufgebracht und ich bin so ruhig und so weiter. Kumpel, ich will einfach nur ausreden. Ich will nur ausreden. Es geht nicht darum, ich bin cool, du bist uncool. Ich will nur ausreden. Du lässt mich nie ausreden. Das ist alles, okay? Chill. So, pass auf. Ich denke, dass die Politiker, vor allem die Linke, die jetzt bei 4,9 ist, ja, dass die deswegen abgekackt hat, und das ist auch die Analyse von Sarah Wagenknecht, ja, wir teilen uns die Analyse da, dass sie abgekackt ist, weil sie sich nicht mehr um die einfachen Menschen kümmert, sondern sich darauf fokussiert hat, eher mit so woken Inhalten mitzulaufen. Okay? Und ich denke, dass da was Wahres dran ist. Und wenn ich mir die Bevölkerung draußen anschaue, dann sehe ich,
dass die AfD ziemlich viele Arbeiter abholt, okay? Mhm. Die AfD holt ziemlich viele Arbeiter. Bei der letzten Umfrage war die AfD irgendwie bei 30% oder sowas, ja? Und das ist eine Katastrophe, dass das so ist. Ja, das heißt, warum schafft die Linke... Vor allem mit der neoliberalen Politik Arbeit abzuholen, ne? Das musst du auch erstmal hinbekommen. Ja. Aber Amsella, du kannst es ja aus eigener Erfahrung bestätigen. Du warst ja früher eher so der Linken zugeneigt und dann irgendwann eher der AfD. Also was war denn bei dir ausschlaggebend? Ja, ich habe mich halt, es soll jetzt nicht so klingen, als wäre ich ja hier der oberschlaue Macker, der vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht irren wir uns alle und am Ende ist die AfD wirklich die Partei der Arbeiter, aber... eben weil die Linke damals eigentlich eher arbeiterfreundlich war und eher für den kleinen Mann zuständig war, habe ich halt die Linke auch gewählt, weil ich eine gute linke Politik wollte. Ich mochte Oscar Lafontaine sehr gerne, Wagenknecht damals auch schon im Grunde und Gysi mochte ich früher auch sehr gerne, mittlerweile ja okay, aber Lafontaine bin ich nach wie vor guter Fan auf jeden Fall von und weiß ich nicht, bei der AfD war es halt so, eben weil sie sich nach vorne hin als die Arbeiterpartei auftut. Aber wenn man halt mal näher dann, ich meine, du hattest ja neulich ein Gespräch erst mit Jenny Günther gehabt, ne? Mhm. Wenn man dann mal genauer das Parteiprogramm betrachtet, sie machen ja nur im Grunde Politik für die reichsten paar Prozent im Land. Also da ist nichts irgendwie, was sag ich mal, dem kleinen Mann zugutekommen könnte, außer hier vielleicht mal ein paar Steuern abzuschaffen. Aber ich meine, Mindestlohn, weiß ich nicht, da hat sich sind ja diese so eine... Wie hieß sie, die sowohl du und Marlon habt behandelt? Gerrit Hui. Die hat sich komplett gegen den Mindestlohn ausgesprochen, zum Beispiel. Und, gegen eine Erhöhung. Also ich glaube, da muss ich nochmal auf die Details eingehen. Also es gibt eine Mindestlohnkommission, die mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern und mit Vertretern der Bundesregierung besetzt ist. Das heißt, die Bundesregierung hat dort vor allem die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld haben dort eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro verhindert gegen den Willen der Gewerkschaften. Und da hat die AfD, also Gerrit Ruhl im Bundestag, dann gesagt, das war doch die Entscheidung der unabhängigen Kommission, die kann man doch jetzt nicht anzweifeln. Also sie hat wirklich eine SPD-Entscheidung gegen eine Mindestlohnerhöhung verteidigt. Und das ist wirklich den Leuten Sand in die Augen streuen, die Leute verarschen. Also wenn man wirklich einfach nur gegen einen höheren Mindestlohn argumentieren würde, dann, okay, könnte man sachliche Argumente bringen, könnte man meiner Meinung nach sehr schlechte Argumente bringen, da Mindestlohnerhöhung halt zu mehr Nachfrage, zu einer stärker wachsenden Wirtschaft führt, aber ist eine andere Geschichte. Aber wenn man dann den Leuten Sand in die Augen streut, wenn man Dinge suggeriert, die nicht stimmen, um seine eigene Politik zu rechtfertigen, ja, auf wessen Seite steht man denn dann? Offensichtlich nicht auf der Seite der Mehrheit der Bevölkerung, wenn man die anlügen oder nicht direkt anlügen, sondern wenn man ihnen etwas suggerieren muss, was offensichtlich nicht stimmt. Dann ich meine, das hat man dann auch in der Sonderfolge von Wohlstand für alle, die hatte ich mir damals auch angeschaut. Da sieht man auch sehr gut Erbschaftssteuer. Das kommt auch nur wieder den Reichen zugute, sag ich mal, um es plump auszudrücken. Und alles so Quatsch, also weiß ich nicht. Eher ist die AfD dabei, so Arbeiter und Geringverdiener gegeneinander auszuspielen, als überhaupt eine Alternative für den Arbeiter darzustellen, aus meiner Sicht. Ja. Also wie gesagt, das hat mich damals bewogen, aber wo ich mich dann wirklich mal ein bisschen mehr mit der AfD beschäftigt habe, war mir klar, also die sind halt eher nicht für den Arbeiter. Würde ich zumindest nicht behaupten. Vielleicht, man kann nicht gern eines Besseren belehren, kann ja gern mal ein AfD-Wähler mal schreiben, was sie sich so Tolles vorstellen da. Und auch hinsichtlich was auch die Rente betrifft, man, gutes Rentensystem, sie beschweren sich ja immer darüber, ja, was ist denn mit den armen Rentnern? Aber eine Alternative, ein vernünftiges Rentensystem, da haben sie auch keine Ahnung von oder haben auch keine Idee, was man da verbessern könnte. Ja, da steht, glaube ich, seit diesem Rentenparteitag von Kalka etwas im Wahlprogramm, das müsste ich mir allerdings nochmal angucken und das ist in der AfD, da muss man immer sagen, es gibt zwei Flügel, einmal den neoliberalen Flügel und dann den sozialpatriotischen Flügel. Den sozialpatriotischen Flügel, der ist teilweise sehr, sehr stark ins Libertäre abgedriftet. Also da waren ja noch Leute wie Jörg Meuthen oder Joanna Gottal, die wirklich sehr seltsame Ansichten haben. Die ist die AfD losgeworden. Das ist auch sicherlich, hat sie sich selber einen Gefallen damit getan, diese Leute loszuwerden. Warte, Sturmhaube schreibt gerade, in den 70ern hat ein Alleinverdiener ausgereicht, um eine Familie, ein Auto, ein Haus und einen Urlaub leisten zu können, ganz ohne Mindestlohn. Exakt, damals hatten wir noch eine viel höhere Tarifbindung. Damals hatten wir noch Löhne, die entsprechende Produktivitätssteigerung angehoben wurden, vor allem eine viel
niedrigere Lohnhierarchie. Wir hatten auch noch ein progressives Steuersystem. Also der Spitzensteuersatz war höher, gleichzeitig war war die Mehrwertsteuer niedriger beispielsweise. Ja, und liebe Sturmhaube, wer war denn damals an der Politik? Waren es Rechte oder waren es eine vernünftige Sozialdemokratie? Ich glaube, es war eine... Laut den Wokis wäre Willy Brandt heute wahrscheinlich auch schon rechts.